Willkommen zu einem neuen TechView Vlog. Diesmal soll es um Huawei Video gehen. Das ist eine Plattform, die Huawei eingeführt hat, um Dienste wie Amazon Prime, Netflix und Co. so ein bisschen den Rang abzulaufen. Und das ist jetzt auch in Europa mit integriert worden. Und hier sehen wir halt den deutschen Content. Ich habe das also auf Deutsch eingestellt, auf Deutschland. So sorry for my English-speaking audience. It's mainly focused in German and Germany and German content. So, might be interesting in your region. Maybe there's something similar for the UK, maybe for France, but I don't have this set. So, only German, nur in Deutsch geht's also weiter. Schauen wir uns das Ganze an. Huawei Video, so sieht die App aus, wenn man sie startet. Also, im Grunde genommen, wie man es von Netflix oder Amazon Prime her kennt, werden einem hier Filme vorgestellt. Ich kann also dieses Karussell hier von verschiedenen Filmen sehen und sehe hier auch bekannte Filme, wie beispielsweise den hier. Ich könnte da draufklicken und kriege dann weitere Informationen. Zum einen kriege ich einen Trailer angezeigt natürlich. Ich kriege aber auch weitere Informationen zu dem Video selber. Trailer wollen wir uns jetzt nicht anschauen, wie beispielsweise den Namen Gemini Man in dem Fall oder Gemini Man. Action-Drama 2019 Vereinigte Staaten, Asien und ich könnte mir jetzt die Handlung dazu noch anschauen. Und dann wird mir hier die Handlung und die Besetzung vorgestellt, also wer da alles mitspielt und ich könnte mir das Ganze auch dann anschauen, wenn ich denn möchte. Dazu muss ich Rakuten TV abonniert haben. Das ist also eines dieser Dienste, die Huawei Video im Hintergrund verwendet. Sie haben also keine eigene Videoplattform wie Netflix oder Amazon Prime es haben, sondern sie sind im Grunde genommen ein Client für verschiedene andere Plattformen. Und eines dieser Plattformen ist Rakuten TV. Meines Wissens nach ist das ein japanisches Unternehmen, wenn ich nicht komplett irre, zumindest ursprünglich. Und die bieten eben auch Filme an. Ich kann aber auch runterscrollen und sehe hier ZDF Select, das ist ein weiterer Anbieter. Und ich habe hier dann einige mit Rakuten TV markierte, hier sieht man es, Titel. Aber es gibt auch unter den beliebten Filmen vor allen Dingen ganz, ganz viele davon, aber es gibt auch beliebte Serien. Und da sehen wir das ZDF-Logo hier. Und da gibt es halt eben deutsche Serien zum Anschauen. Die Bergretter beispielsweise, Robin Hood im Knast. Dr. Klein, Derrick, eine ganz klassische Serie. Morgen höre ich auf. Ach, das kann ich nur empfehlen. Habe ich mir auch angeschaut. Eines der besseren Serien. Professor T, auch eines der besseren deutschen Serien. Kann ich auch nur empfehlen. Die kann man sich hier anschauen. Und es ist wirklich ohne Probleme anschaubar. Das heißt, ich kann hier direkt in die Episode reinspringen und sehe, ich habe alle vier Episoden hier mit drin und kann mir das Ganze angucken. Das ist also auch ziemlich nett gemacht im Vollbild, hat auch HD-Qualität meines Wissens nach. Hier kann man auch das Ganze noch herunterladen, wenn man denn möchte. Man hat auch die Möglichkeit, den Audio-Effekt hier nochmal einzustellen. Dann geht das direkt in die Einstellungen der Hissen-Soundeffekte. Wenn man also 3D-Audio oder sowas haben möchte, was Spezielles. Die Helligkeit kann man einstellen und man kann den Abspann überspringen. Das ist schön, dass das hier also direkt als Option gilt. Da muss man sich draufklicken, wie bei Netflix zum Beispiel. Ich habe auch die Möglichkeit, den Timer einzustellen. Also falls ich so die Gewohnheit habe, einzuschlafen beim Gucken eines Krimis oder sowas, kann ich das hier auch einstellen. Und ich kann es natürlich auch zu meinen Favoriten hinzufügen. Gehen wir mal wieder raus hier. Ach so, auch sehr schön, das habe ich bisher noch nicht gesehen, dass man die Geschwindigkeit einstellen kann. Das heißt, da kann ich draufklicken und kann sogar die Geschwindigkeit des Films verändern oder in dem Fall der Serie verändern. Habe ich bisher so auch noch nicht gesehen, dass das möglich ist. Dann hier werden hier noch weitere Sachen empfohlen, meistgesehene Videos, Top-Themen und so weiter und so fort. Wir können nochmal zurückgehen. Neben Serien gibt es nämlich auch für Kinder extra Serien und Spielfilme und alles. Das wird also auch nochmal reingepackt. Und ihr seht, da sind auch einige bekanntere Sachen mit drin. Gerade auch für das deutsche Publikum sicherlich auch interessant. Und dann gibt es klassische Serien, auch nochmal sehr interessant. Also für die Leute, die sich für klassische Serien interessieren und dann auch nochmal reinschauen wollen. Ihr seht, richtig alte Serien sind da mit dabei. Da kann man auch mal reinschauen und Spaß haben mit. Und dann gibt es kostenlose Kanäle, weil es gibt ja, bestimmte Kanäle, wo man was bezahlen muss. Rakuten beispielsweise ist so einer. Und ZDF hat in ihrem Select auch einen Bezahldienst im Grunde.
Und hier haben wir einige kostenlose Kanäle, wie beispielsweise Spot on News, also Nachrichten, Euronews, Nachrichten, ebenfalls FilmTV, wo man sich Filmtrailer anschauen kann. Da kann ich mal draufklicken und dann sieht man deutsche Filmtrailer in den von den verschiedenen Jahren. Und ja, da kann man sich dann durchaus was anschauen, falls man was sucht. Zoomin TV, da werden also auch ein paar Sachen, ich glaube Gossip und Mobile Gaming, alles Mögliche wird hier auch noch angeboten. Und dann für den Autoliebhaber gibt es eben auch Clips über Autos, Tests über Autos, Erfahrungsberichte, Trailer zu neuen Autos, die kommen werden, also auch ziemlich interessant. Dann gibt es hier noch ein paar andere, chinesische Küche in dem Fall zum Beispiel, da kann man sich also über das Essen informieren. Meistgesehene Videos gibt es hier auch und da sind manchmal auch Nachrichten mit dabei. Nachrichtenvideos wie beispielsweise hier die US-Küstenwache, die beschlagnahmt 1,4 Tonnen Kokain auf einem Speedboot. Das kann man sich anschauen. Dann gibt es hier kostenlos für Kinder auch Sachen zum Anschauen und es gibt empfohlene Kanäle und da kommen wir jetzt zu denen, die was Geld kosten. Das sind einmal Rakuten TV, ZDF Select, Filmbox, Explorers, Toon Goggles und TVB. Und dann gibt es die Kategorie Nachrichten, wo man sich dann auch informieren kann. Da wird also in kurzen Clips einem erzählt, was es denn so alles an Neuigkeiten gibt. Und man kann weiter rumscrollen und sich Filme anschauen oder Kurzfilme zum Beispiel auch hier anschauen. Oder auch Musik. Wenn man sich also für Musik interessiert, gibt es hier auch Musik, beispielsweise Musik zu Filmen oder anderem. Und TV-Shows kann man sich auch anschauen, wenn man den möchte. Also das wird hier auch alles aufgelistet. Dann noch eine Sache, die ich zeigen möchte. Ganz oben gibt es eben die Auswahl. Da sind wir jetzt gerade drin. Wir können aber auch hier in Trends reingehen. Also hier oben, da gibt es die Auswahlmöglichkeit. Und dann wird einem das hier angezeigt. Und das ist halt so ein Multi-View, wo man sich dann Sachen auch anklicken kann und direkt ja, einen kleinen Trailer dazu sehen kann. Ihr seht, wenn ich scrolle, wird automatisch hier was geladen. Dann kann ich natürlich auch direkt nach Filmen suchen. Schweinchen namens Babe, glaube ich, ist das hier, wenn ich mich nicht komplett irre. Also das kann ich hier alles machen. Ich habe auch viele verschiedene Kategorien hier, die man sehen kann. Und ihr seht, es gibt auch relativ aktuelle Filme wie Parasite zum Beispiel. Der hat ja ein paar Oscars gewonnen. Kann ich nur empfehlen. Ein sehr interessanter Film. Und ja, Vielzahl von weiteren Filmen kann man hier sich anschauen. Gemini Man habe ich ja gerade schon gesagt. Also die Auswahl ist gar nicht mal so schlecht. Fast and the Furious. Und manchmal findet man auch ziemlich interessante Filme, die man vorher nicht gekannt hatte. Code 8 ist ja relativ interessanter Film zum Beispiel. Und ja, und so weiter und so fort. BBC News gibt es da auch. Orientalische Lerne uns kennen. Da gibt es dann auch noch mal ein paar Sachen über Huawei selber in dem Fall. Wer also Videos dazu sehen möchte, kann zum Beispiel hier Huawei-Videos sehen. Was auch natürlich eine interessante Geschichte ist. Dann möchte ich noch mal hier unten drauf ansprechen, denn dort gibt es Trends, also die Kategorie Trends, die im Grunde genommen das Gleiche macht wie hier oben auch, wenn man Trends aufrufen. Ich weiß nicht, warum das hier unten noch eine eigene Kategorie für bekommen hat, aber hier habe ich also auch doch die Möglichkeit zu sortieren nach Nachrichten, nach Unterhaltung, nach Musik und es werden teilweise andere Sachen gezeigt als unter der Startkategorie. Wenn ich aber Kanäle direkt anschauen möchte, kann ich hier auf Kanäle gehen und dort habe ich dann im Grunde genommen auch nochmal hier ZDF, Select, Rakuten, Fix und Foxy und so weiter und so fort. Also die ganze Liste hier an verschiedenen Anbietern, die mir hier eben auch Content anbieten können. Beispielsweise ZDF Select ist eben ein Dienst, wo ich mir dann verschiedene Spielfilme angucken kann, deutsche Spielfilme. Und dann Rakuten TV, hier sehe ich dann also das, was sie zum Beispiel anbieten. Cello Concerts, The Explorers, ziemlich interessant, wenn man mal die Welt bereisen möchte in Dokumentation und Toon Goggles, also für Kids. Und dann gibt es hier die Storm-Geschichte. Dort lassen sich dann halt eben weitere Filme noch finden, Top-Neuerscheinungen beispielsweise. Und das sind also Sachen, die es zum Kaufen gibt. John Wick Kapitel 2 zum Beispiel, wenn ich das angucken möchte, kann ich draufklicken, kriege dann hier angezeigt, das Ganze kostet mich jetzt hier 3 Euro und dann habe ich halt die Möglichkeit, mir das anzuschauen. Das wird auf Rakuten TV mir gebracht. Ich kann mir die Handlung anschauen, ich kann wieder die verschiedenen
die Besetzung ansehen. Ich könnte auch auf die Schauspieler draufklicken und sehe dann hier Filme, die gerade aktuell auf Huawei Video zu finden sind mit diesem Schauspieler oder ein paar Clips, die ich mir anschauen kann. Dann seht ihr, da gibt es eine ganze Reihe von Clips, wo er dann eben auch mit dabei war. Also das ist also ziemlich gut gemacht. Wie ich finde, als Plattform ist das gar nicht mal so schlecht. Wir müssen sehen, das ist Huaweis Startplattform. Klar, sie hatten sowas ähnlich schon in China mit ihren Anbietern, aber das ist gar nicht mal so schlecht, dass sie da also jetzt so ein alternatives Angebot gemacht haben. Und als ich das aufgemacht habe, das erste Mal, war ich doch überrascht, dass es, ich habe eigentlich nicht damit mit der Vielfalt von verschiedenen Videofilmen gerechnet, die es da gibt, die man sich anschauen kann. Und das klappt alles ziemlich gut. Und ist das jetzt ein adäquater Netflix-Ersatz? Das kann ich nicht unbedingt sagen, weil es gibt ja hier keine eigenen Serien, sagen wir mal so. Ist ja keine eigene Videoplattform in dem Sinne. Aber hier, oh, Leberkäse-Junkie. Ach, das ist lustig. Kann man sich für 4 Euro hier auch anschauen. Also das ist auch wirklich, also deutscher Content ist hier vor allen Dingen sehr stark vertreten. Das findet man ja bei Netflix nicht so sehr. Die haben zwar eigenen Content, den sie produzieren, Amazon Prime genauso, aber so deutschsprachiger Content, also Mediatheken kann man natürlich auch durchsuchen, das geht auch. Aber alles so gebündelt in einem ist sicherlich eine tolle Geschichte. Ich kann dann hier unten noch das allerletzte anklicken, das bin ich selber. Da sehe ich dann mich selber und da sehe ich meine Abonnements und da kann ich sogar auch draufklicken und könnte dann sagen, okay, ich möchte Abonnements haben. Ihr seht, ich habe hier noch nichts aktiviert, aber ich könnte in der Theorie, habe ich ein paar Trial, also wirklich 30 Tage Trial zum Beispiel bei ZDF Select, Filmbox, 7 Tage bei Cello Concerts, The Explorer, 14 Tage und 31 Tage bei Fix and Foxy, die ich dann aktivieren könnte. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass da noch mehr Content hinzukommen könnte, also dass eventuell Netflix vielleicht mit Huawei zusammenarbeiten könnte, wenn die USA-Bestimmungen irgendwie gelockert werden. Oder vielleicht kann es sogar Netflix Europa machen, in der Theorie. Das Gleiche gilt für Amazon und für andere Diensteanbieter, die eventuell noch mit reinkommen könnten hier. Ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass vielleicht die Mediatheken hier mit auch integriert werden könnten in der einen oder anderen Form. Also das kann auf jeden Fall passieren. Unter dem Ich-Tab findet man dann auch die Downloads, also falls man was heruntergeladen hat, kann man das dann hier finden und abspielen. Ansonsten kann man sich Geschenkkarten anschauen, Infos zum Kauf anschauen und lokale Videos. Das ist vielleicht das eine oder andere, vielleicht auch wichtige, weil Huawei Video war bisher nur für lokale Videos bekannt. Die findet man hier weiterhin und da hat man eben die Möglichkeit, sich lokale Videos anschauen zu lassen, anzeigen zu können. Und ich habe hier eine Vielzahl von verschiedenen lokalen Videos, wie man hier sehen kann, auf meinem Gerät. Und ich habe natürlich auch die Möglichkeit, My Appointment anzugucken, mit eben der Möglichkeit, wenn ich da in Kürze was verfügbar habe oder was gerade jetzt verfügbar ist, also falls ich da eine Änderung haben möchte für einen bestimmten Film, den ich gucken möchte oder eine bestimmte Serie. Ja, und dann habe ich noch ein paar Einstellungsmöglichkeiten, wo ich all das alles noch einstellen kann, was es halt mal so einstellen, was man so einstellen kann. Zum Beispiel die Altersfreigabe, da könnte ich also einen PIN-Code festlegen für den Nachspann überspringen. Auch interessant, wenn ich eine Serie schaue, dann muss ich den Nachspann nicht unbedingt schauen. Ob ich mobile Daten zulassen möchte. Ich kann die Standardauflösung für Downloads von 720p auf 1080p ändern und die Location, wo gespeichert werden soll. Ich kann den Cache löschen, kann Benachrichtigungen anzeigen lassen. Falls ihr Benachrichtigungen bekommt, die ich haben möchte, könnt ihr die hier auch ausschalten, dann kriegt ihr auch keine mehr. Und ich kann auch automatisch meine Abonnements verlängern lassen. Also ich kann dann hier sagen, Autovervollständigung für diese Abonnements. Das kann ich alles hier verwalten. Und ich habe natürlich die Möglichkeit, auch noch Updates zu suchen. Gibt es ja noch ein paar sonstige Sachen. Online-Videos kann ich auch deaktivieren. Also falls ich nur lokale Videos in Huawei Video angezeigt haben möchte, kann ich das auch wieder deaktivieren. Und ich kann auch sagen, ich möchte keine personalisierten Empfehlungen haben. Dann wird das Tracking auch ausgeschaltet. Ansonsten, das, was ich anklicke, wird so ein bisschen getrackt und dann wird das mir als Empfehlung auch angeboten. Und das Gleiche gilt dann auch bei personalisierter Werbung. Das werde ich jetzt in dem Fall zum Beispiel ausschalten. Das sind also diese Einstellungsmöglichkeiten, die hier existieren. Das ist so mein erster kleiner Überblick rund um Huawei Video. Suchen kann man natürlich auch. Da seht ihr, gibt es verschiedene Suchmöglichkeiten. Das möchte ich nicht verschweigen. Und natürlich gibt es auch die Möglichkeit hier scannen. Das heißt, ich könnte theoretisch Codes einscannen und damit auch Videofilme oder beispielsweise Rabatte einscannen.
Und ich kann hier auch direkt in Downloads hineingehen oder ein Coupon einlösen und natürlich direkt in Kanäle springen, falls ich das möchte. Ja, und habe natürlich auch eine Historie, was ich alles mir angeguckt habe oder was ich alles angeklickt habe in der Vergangenheit. Das kann ich hier auch sehen. So, das war's für meinen kurzen Überblick rund um Huawei Video. Ja, ist das vielleicht eine Plattform, die jetzt in Zukunft doch durchaus vielleicht nicht gegen Netflix und Co. anstinken könnte, aber dadurch, dass sie halt eben versuchen, als zentrale Plattform andere Anbieter mit reinzubekommen, dass das lokal eventuell, also so Mediatheken ersetzen könnte, würde mich interessieren, was ihr von der ganzen Geschichte haltet und ob das in Zukunft vielleicht auch etwas ist, was ihr euch auf eurem Huawei-Phone mal anschauen wollt. Das war's für diesen Vlog. Bis zum nächsten Mal. Ciao.